Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Forza Lego Champions. Gedöns mit dem Ferrari 40 aufgepimpt. Jetzt gucken wir mal, ob das Ding verspricht, was es hält. Hält, was es verspricht. Dazu nehmen wir das nächstgelegene Event und gucken wir mal, was der Kollege so kann, ne? Extreme Track, der gehört aus, die gehören alle zu den Extreme Track Toys. Uha, jetzt wird's aber kriminell. Ich gucke mir Jautes immer gerne an und suche nach Sachen, die nicht aus Lego bestehen. Find aber nichts. Außer den Fahrer drin natürlich. So, jetzt muss ich aber wieder was Wichtiges machen. Einmal das und einmal das. Und dann werden wir wieder Letzter. Weil wir fahren ja wieder gegen echte Autos. Oh, ui. Ach ja, ich habe Allrad. Und ich habe Schaden an. Ja, Timmy. Timmy Turner ist am Start. Allerdings mit einem Pagani. Da habe ich, glaube ich... Holy shit, geht der ab. Der hebt ab. Boah, ich komme überhaupt nicht. Ich komme hier um die Kurven rum. Also enge Kurven kannst du mal knicken, ne? Ach du Scheiße. Nee, nicht machen. Boah. Okay. Das ist... Ey, der lenkt überhaupt nicht. Entweder den habe ich jetzt kaputt gemacht. Oder... Ich muss den doch wieder auf... Heckantrieb umrüsten, weil der ist katastrophal zu fahren. Ich komme um nix rum. Nee, nicht machen. Fünfter. Oh Gott. Ja, egal. So gewinne ich aber nichts. Ich muss die ja, glaube ich, gewinnen. Weil Herausforderungen und so, ne? Aber ich habe auch so 20 Bricks gewonnen, das ist schon mal gut. Hier ist noch ein Querfeld-Einrennen. Das will ich aber jetzt nicht fahren. Da ist ein Drift-Event. Da kriege ich mit der Karre auch nicht hin. Ja, da brauche ich vernünftige Autos für. Nee, vergiss es. Also mit dem Auto, hier... Vielleicht schaltet man noch Wagen frei, die dafür geeignet sind. Deswegen will ich jetzt nicht unbedingt überall dann ein normales Auto für nehmen. Gibt keinen Stern. Ich sag doch, ich bin gut. Also das war ein Wegbereiter. Komm, ich nehme mal ein bisschen Anlauf und guck mal, ob wir hier diesen Blitzer irgendwie hinkriegen. Rennfahren will ich eigentlich gar nicht. Ich will mit Lego spielen. Nein, wir fahren mal hier die Straße. Da, ja, da komme ich gleich nochmal zurück. Oh, oh.
Mal lange Straße hier. Schaden habe ich an. Ja, scheiße. Wobei, der hat den Motor hinten. Deswegen hat er wahrscheinlich auch keinen Schaden genommen. Der hat Schaden genommen. Ich komme nirgendwo mehr rum. Dann war das Problem von gerade wahrscheinlich auch. Oh, Fußballplatz und ein Grill. Boah, jetzt ein Steak. Lego-Kühe laufen noch hier genug rum. Zwei Sterne? Nee. Doch, zwei Sterne. Ja, ich kann nicht mehr lenken mit der Karre. Da ist auch noch ein Blitzer. Ja, dann nehmen wir auch noch mal ein bisschen mehr Anlauf. Warte mal, ich mach mal in den Wagen wieder heil. Also erkunden mit aktiviertem Schaden, das macht nicht so viel Sinn. Und da habe ich ja Momentum verloren. Aber das sind über 300. Ich fahre jetzt direkt durch. Drei Sterne. Ach, das ist WhatsApp. Okay, das war der WhatsApp-Sound im Hintergrund. Warte mal. Ah, ich bin schon durchgefahren. Oh, da ich es gemerkt habe. Komm, drei Sterne. Give me. Jawohl, drei Sterne. Schönes Ding. Jetzt machen wir die Blitzer hier. Blitzerkönig aus Lego Valley. Ah, wobei auf der Dirtstrecke. Ob das so gut ist. Schauen wir mal. Zone oder Blitzer? Es ist normaler Blitzer. Ach du Scheiße, der war's. Ja, das ist mal gar nichts. Wir fahren den Berg nochmal hoch. Hier sind schon wieder diese Heldensteine. Ich nenne sie ab sofort Heldensteine. Aber das sind drei Sterne. Läuft. Blitzerheld, neues Level erreicht. Und Wheelspin. Wheelspins habe ich auch mittlerweile wieder so viele, da können wir auch fast wie eine eigene Folge draus fabrizieren. Ah. Was zur Hölle? Nein. Ja. Nein, nicht schräg. Nicht schräg, tu's nicht. Sehr gut. Oh nein, Bäume. Bäume nicht gut. Ja, das war eine solide Leistung. Wahrscheinlich mit Glück ein Stern oder so. Zwei, oh ja, mein. Ich
Ich habe immer noch nicht genug, genug, wie heißt es? Lego-Steinchen für den nächsten Ausbau. Yippie! Ich nehme noch ein bisschen Anlauf. Tschüss. Ah, scheiße, die Zone beginnt. Beginnt erst hier. Hui, da kam aber einer angeschossen. Oh, das ist der Geist. Ah, ne, Geisterwald, warte mal. Geisterwald gibt es, glaube ich, keine Alienpflanzen. Ne? Die müssten wahrscheinlich dann in der Wüste irgendwo versteckt sein. Aber, was sehen meine leicht entzündeten Augen da? Eine weitere Bonustafel. Ich sehe sie noch nicht. Dach da oben auf dem Lego-Plateau. Da! Meins. So, jetzt Anlauf nehmen für den nächsten Blitzer. Jawohl, so muss das sein. Boah, 63, solide Leistung, aber das reicht nur für einen Stern. Ja, mit dem Auto, wie gesagt, driften ist hiermit ein bisschen blöd. Da ist live. Da ist live, da will ich aber jetzt nicht hin. Hier ist noch ein Drift-Event. Die Blitze haben wir hier gemacht. Gibt es hier ein Ovalrennen? Nö, es gibt. Doch, es gibt ein Ovalrennen. Oh, da sehe ich mich doch. Nein, das mache ich jetzt nicht. Das, ah, den Sprung habe ich auch nicht ganz so weit, so Geschäft. Driften lassen wir mal. Hier, Wüstenflucht, komm, weiter geht's. Schlag auf Schlag, ich hab Bock. Macht mega Spaß. Nein, mach ich jetzt nicht. Shit. Der ist weit. Der... Oh, warum ist das... Oh. Es geht kaputt. Und das war Fail. Da ist ein Haus mitten in der Wüste. Da ist bestimmt was versteckt. Eine Bonustafel oder sowas in der Richtung. Fail. Aber, oh, los, versuch es noch einmal. Das war Fail. Das war richtig Fail. So einen Meter dran vorbeigerutscht. Scheiße. Egal, mach mal den Blitzer hier in der Wüste. Oh, das gibt auch wieder schöne Fähigkeitspunkte. Das ist gut. Hui, das Haus können wir noch später besuchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, da ist jedes Auto besser geeignet als der hier. Oh.
167. 3 Sterne. Hallo Patrick. Ich habe die Anzahl deiner Bausteine im Auge und die Lego-Architekten haben ein paar äußerst interessante Ideen zu deinem Haus. Treffen wir uns mal. Sekunde, ich sofort da. Muss noch eben hier wichtige geschäftliche Sachen machen. So, Entschuldigung. Ich muss mal hier ganz kurz zum Haus des 3 Sterne. Blitz haben wir alle also quasi schon durch. Das ging ja fix, ne? Wir bauen eine neue Garage dazu. Wahrscheinlich gehe ich von aus, ich weiß es nicht. Legosteine! Yo. Mit Dachterrasse, das finde ich ja nett. Neue Bausteinherausforderung freigestellt, Super Wheel Spin. Oh yeah. Hallo Patrick. Hallo. Der Anleitung dieser neuen Lego-Haus-Erweiterung zufolge ist sie eine Kombination aus Wohnzimmer und Wintergarten. Sammeln wir 100. mehr Bausteine für die nächste Erweiterung. Oh, solche Herausforderungen gibt's da auch. Boah, das ist ja geil. Fahren einem Lego R40 der S2-Klasse? Habe ich nicht. Da muss ich mir ein bisschen downgraden. In unter 55 Sekunden vom Boxenstopp zum Stadtzentrum. Wo ist denn der Box? Ach, Boxenstopp ist wahrscheinlich oben, das Ding, nicht? Wo ist Stadtzentrum? Wo ist Stadtzentrum? Das müsste das hier sein. Und Boxenstopp müsste das hier sein. Jetzt gucke ich gerade, ob da auch irgendwo explizit Boxenstopp steht. Aber das steht da nirgendwo. Ist das überhaupt richtig? Oder sind das diese Aussichtspunkte hier? Mäh. Warum habe ich da oben keinen Aussichtspunkt? Das finde ich frech. Wie heißt das Ding hier? Unbekanntes fliegendes Auto. Interessant. Ich weiß nicht, ob das... Wir können es ausprobieren. Also ich gehe mal davon aus, dass ich dann von irgendwo hier nach da unten fahren muss. Ja, mach... Warte mal. Genau. Ich muss das Auto noch ändern. S2. Nein, Entschuldigung, hier, ja. Oh, das hat schon mal nicht funktioniert. Ah, okay, reicht. So, jetzt geht's aber ab in den Norden und dann Richtung Stadtzentrum. In unter 55 Sekunden, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Das ist ja eigentlich nur, ja, geradeaus. Ich stell mir mal eine Stoppuhr. Dann...
Nein. Route festlegen, Entschuldigung. So. Und jetzt? Schon mal richtig rumdrehen. Das sind 3,4 Kilometer. Na egal, komm. Keine Zeit für so... Oh, ui, 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 das ist böse. Holy shit. Passt. 49, das wird nichts. Ja, ich hab sie geschafft. Das war sie nicht. Ah, ne, warte mal. Die habe ich, wenn dann, gemacht. Das hat nicht so funktioniert. Aber ich habe dafür eine andere geschafft. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welche das war. Das war irgendeine hier unten. Ja, da kann man jetzt nur spekulieren. Das ist, verdiene 2x3 Sterne beim Flughafensprung. Gefahrenstellen unter 45 Sekunden. Da sehe ich mich. Wir probieren es einfach mal aus. Flughafen, Gefahrenschild. Wo war der Flughafen? Der war... da unten war er nicht. Wo war denn der Flughafen? Ach, hier. Gefahrenschild. Das wahrscheinlich, ne? Ja, Flughafensprung, Gefahrenschild. 213 Meter. 10, und das Ganze zweimal. Das heißt, wir beamen uns mal hier hin, springen, fahren zurück, springen nochmal. Hä? War keine 3 Sterne. Okay. Fängt ja schon mal gut an. Wie viel sind 213,4. Habe ich das nicht gerade hingekriegt? Muss ich noch mehr Anlauf nehmen? Ach ja, ich erinnere mich. Hier habe ich ja dezent Anlauf genommen. Ich glaube, mit dem Wagen ist das auch wieder kacke. Da braucht man Schnelleres für. Ach, nee, das schaffe ich mit dem Auto nicht. Okay, wir suchen uns andere Herausforderungen. Was ist eigentlich hier das nächste, was ich bauen kann? Eine Hauserweiterung. Ich dachte, ein neues Auto. Autos sind hier echt Mangelware gerade. Das finde ich irgendwie schwach. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Finde extrem 3 Sterne in... Little Brickworth Blitzerzone und Brickchester Flucht. Das kann sich doch kein Schwein merken. Braucht man doch nicht, weil es man hier anpinnen kann. Meine ich doch. Nein, das wollte ich auch nicht. Ich wollte einen weiter nach links. Da! Jetzt ist er natürlich nicht angepinnt. Das ist natürlich wieder nett. Waren das Blitzerzonen oder wie oder was? Nein, die war es nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Little Brickworth, da ist die erste und die zweite müsste dann nicht diese sein. Das ist diese. In unter 45 Sekunden. Da sehe ich mich tatsächlich. Okay. Ich weiß doch schon, wie ich das anstelle. Ich fahre von hier.
Ja, das machen wir jetzt noch. Oder versuchen wir auf jeden Fall noch. Ob wir das machen, das ist die andere Frage. So, jetzt muss ich schnell die Route setzen. Nee, ich gehe von oben. Also geradeaus und dann die erste rechts und dann bin ich auch schon da. Okay, das wird so gar nichts. Das schaffe ich nicht. Wie soll man denn da Anlauf nehmen? Das ist doch unmöglich. Und dann steht ja alles im Weg. Ach, das ist doch alles. Komm, 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 dreh dich um, du Ratte. Mann! Ach, das ist doch alles fake. Ich hasse so Sachen, wo unter Zeitdruck steht. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Im Dunkeln ist halt eh alles Kacke. Ach Mann! Boah, ich hasse Zeitdruck. Da kann ich nichts, da kann ich überhaupt nichts unter Zeitdruck. Das geht gar nicht. Da kriege ich die Zone nicht mal hin, die ich vorher mit Bravour beim ersten Versuch mehr oder weniger bestanden habe. Warum ist das jetzt dunkel? Dunkel und Zeitdruck, das ist so eine Kombination, die geht mal gar nicht klar. Ich sehe auch nix. Ja, nee, ist klar. Ja! Das gibt 100. Oder waren das 1000 sogar? Nee, das waren 100, ne? 1000 wäre vielleicht ein bisschen viel. Das waren die X100, ne? Ja, das waren hier die X100 waren das. Guck mal. Und da fehlen nur noch 95 und die machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Lego. Tschüss.